Ich lache sehr oft im Schlaf. Das ist sehr lustig. Wenn er schläft, plötzlich fängt er an zu lachen und denkst nicht, dass er es weiß. Also wir haben noch nie. Hallo. Hallo ihr Lieben, wir sprechen etwas leiser. Wir sitzen hier nämlich gerade in München im Bayerischen Hof und warten darauf, dass wir Vincent Weiss, Yvonne Katterfeld, Michael Bulli-Herbig und den Rick Cavanian interviewen dürfen. Ich habe mein Glücksbringer mitgenommen. Ava ist nämlich mega aufgeregt und gerade ist der Vincent Weiss schon an uns vorbeigelaufen mit zwei Damen, ich glaube von Sony Pictures und von dem, ich weiß jetzt gar nicht, von der Agentur, die das Ganze hier betreut. Wir sind nämlich eingeladen auf die Tabaluga Weltpremiere hier in München. Wir freuen uns schon tierisch, wir sind mega aufgeregt und ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wir finden das so toll, dass wir die Synchronsprecher vorher noch kurz interviewen dürfen. Ava darf Bilder machen. Ava ist total aufgeregt und hält ihren Stein in der Hand. Nachher sind wir noch auf die Aftershow-Party eingeladen, wenn die Premiere dann vorbei ist. Und da kam die Einladung von Peter Maffay. Ihr könnt euch gar nicht glauben, ich habe schon als Kind über 7 Brücken musst du gehen gesungen. Wahnsinn, wenn ich daran denke. Wir sind echt hin und weg, wir sind über den Mond. Wir nehmen euch durch den Tag heute natürlich mit. Die ganzen kleinen und großen Eindrücke, die wir heute so bekommen. Ava hat schon ganz fleißig geübt. Weißt du schon, wie du dich vorstellst, welche Fragen du stellst? Ja. Sehr gut, oder? Und ich würde sagen, wir machen jetzt unsere kurze Challenge. Und zwar, seid doch so gut, teilt unser Video mit euren Freunden. Entweder sagt ihnen einfach, dass es uns und unser Video gibt. Oder da gibt es auch so einen Teilknopf. Den könnt ihr drücken, so einen Button. Und dann könnt ihr unser Video per SMS, WhatsApp, E-Mail, Facebook etc. pp. Teilen. Das würde uns echt helfen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert doch jetzt unseren Kanal. Schaltet die Glocke an, dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr. Und wenn ihr all das gemacht habt, habt uns einen Daumen nach oben dagelassen, schreibt doch Tabaluga unten in die Kommentare und lasst uns auch wissen, ob ihr Tabaluga selbst schon kennt. Und wenn ihr nicht schreiben könnt, dann macht eine Nummer, wie alt ihr seid. Wenn ihr 8 seid, macht 8 in die Kommentare. Wenn ihr 9 seid, macht 9 in die Kommentare. Wir sind jetzt oben im Bereich, wo die Interviews stattfinden. Hier ist schon mal der Aufsteller. Jetzt warten wir nur noch drauf, dass es losgeht. Da sieht man schon, dass dann um 9 die Interviews beginnen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt. Ava? Ava? Mhm. Wie wird das geschrieben? A-V-A oder Aha. E? Aha. A-V-A. Schön. Und ich habe auch, einen YouTube-Channel, der heißt Alles Ava. Das ist ein YouTube-Channel schon? Aha. Wie heißt der? Alles Ava. Alles Ava. Wow. Und ihr habt ja schon viel erreicht. Habt ihr denn noch ein großer Traum? Also so ein YouTube-Channel würde ich auch gerne nochmal aufbauen. Hm? Mal machen. Also, ja. Warum hast du es nicht? Ich habe einen, aber ich bin da nicht so aktiv, wie ich es gern wollen würde. Aber mein größter Traum ist, Papa zu werden. Oh. Und irgendwann selbst mal so eine kleine Ava zu haben, die einen YouTube-Kanal hat. Und dann kann ich mit der selbst 3 Uhr nachts Videos drehen. Oh. Tagsüber natürlich. Du weißt schon, was jetzt passiert mit den Mädels da draußen, ne? Ich meine, das ist ja so ein Ziel im Leben, ist immer, wenn mich jemand fragt, ist halt die eigene Familie und zu haben. Ne? Das war bei mir auch so. So ja. Kleines Häuschen, kleinen Garten, ein Haustier und Kinder. Also, was ist denn euer Lieblingsessen? Ich esse ganz gern Sushi. Was soll Sushi werden? Magst du Sushi? Nee, das sagen immer alle, die ich das frage. Was ist denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, ich habe eigentlich 3. Pizza, Nudeln und Würstchen und Nudeln und Fleischkäse. Fleischkäse? Fleischkäse und Nudeln. Ah, okay. Und was ist dein Lieblingsessen? Ich esse alles und alles gerne, weil ich muss gerade an Thüringer Klöße denken. Ich weiß nicht, warum Thüringer Klöße mit einer guten dunklen Soße, ja, und Eis. Und wenn ihr noch mal die Chance hättet, Kind zu sein, würdet ihr mal wieder Kind sein? Auf jeden Fall. Also ich auf jeden Fall sofort. Also ich finde das schön, das Leben gerade so, wie man und auch eben das ganze Leben reinwächst und erwachsen wird so ein bisschen. Aber so mal wieder Kind zu sein und ohne so einen Tagesablauf und Tagesplan aufzumachen, einfach nur in den Tag einzuleben, einfach nur ein bisschen Pizza essen den ganzen Tag, Nudeln essen, YouTube schauen, Minecraft spielen oder was. Ja. Das wäre schon mal schön, so ganz sorgenfrei einfach mal Kind sein. So, leg los, weil sonst schimpfen sonst wieder, dass wir so... Ich bin 7 Jahre alt und ich habe auch einen YouTube-Kanal.
Wirklich? Du hast mit 7 schon einen YouTube-Kanal? Mhm. Wow. Alter, schön. Aber ich mache das schon jetzt 3 Jahre. Klar. Moment, du bist 7, hast und YouTube und machst das schon seit 3 Jahren. Du hast mit 4 als YouTuber angefangen? Ja. Wow. Und was hast du dir dabei gedacht, Eva? Hast du mit 4 gesagt, dass ich möchte meinen eigenen YouTube-Kanal? Eigentlich hat Mama erst angefangen. Ah. Erst war eigentlich nur der Channel, wo Mama dabei war, da war ich dann nicht dabei. Dann hast du dir das angeguckt und hast gesagt, das ist so langweilig, was die Mama da macht, lass mich das machen. Eigentlich war das eine andere Geschichte, dann hat sie Playmobil-Videos gemacht und dann durfte ich ein paar Playmobil-Figuren reden und dann ging ich auch manchmal ein Bild und dann war es langsam so, dass ich dabei war. Und wie heißt dein Channel? Alles Ava. Alles Ava, perfekt. Da okay, dafür machen wir das jetzt, oder? Für deinen Channel. Also, okay, pass auf. Jetzt blasen wir mal die. Hoffentlich kriegst du jetzt mehr Abonnenten. Nicht, dass die jetzt alle abhauen, wenn wir uns sehen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Macht die Eltern plötzlich Seniorenfernsehen? Und ich habe noch ein paar Fragen. Klar. Also, wenn ihr die Entscheidung hättet, wieder Kind zu sein, würdet ihr das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, manchmal denke ich mir schon, ich wäre gern jünger, aber dann denke ich mir, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon so alt bin, wie ich bin. Ich glaube, das macht die Natur ganz gut. Ich glaube auch. Weil man hat immer so das Gefühl, in dem Alter, in dem man ist, irgendwie ist man jetzt eigentlich ein perfekter eigentlich so Alter. Ja. Das habe ich übrigens mit 7 auch schon gedacht. Ja? Echt mit 7? Ja, da habe ich auch gedacht, ein perfektes Alter. Obwohl ich aber 8. Ja, dann wurde ich 8, dann dachte ich, ja, 8 ist aber auch nicht schlecht. Die Zahl sieht einfach besser aus. So 4 war auch cool. 4 war auch cool. Kannst du dich noch erinnern, wie du 4 warst? Aha. Ich nicht. 4 war auch schon cool. Schon, gell? Sag ich doch 4. Habt ihr denn noch einen Traum? Ein Traum? Ganz viele. Ganz viele Träume. Ja. Heute Morgen bin ich aufgewacht, dachte, ich bin irgendwie... Vielleicht sollte ich es nicht erzählen. Also mit Traum meinst du wahrscheinlich nicht die Träume, die man nachts hat, wenn man schläft. Ach, das war ein Wunschtraum. Ja, also die anderen Träume nachts, ich lache sehr oft im Schlaf. Das ist sehr lustig. Wenn er schläft, plötzlich fängt er an zu lachen und denkst nicht, dass er es weiß. Also wir haben noch nie... Nein, er weiß es nicht. Aber er weiß es von meiner Frau. Meine Frau hat ihm erzählt. Frau erzählt mir nur wieder aus dem Schlafzimmer. Meine Frau sagt, ich atme nachts wie Darth Vader und ich lache oft. Kennst du Darth Vader? Ja. Kenn ich. Schon gesehen? Aha. Wirklich? Der Papa guckt immer Star Wars und da gucke ich immer mit. Da darfst du mitkommen, die sind erst ab 12. Aber ist dir das nicht unheimlich? Nein. Du bist ja auch. Aber dann kennst du ja Darth Vader, ne? Ja. Und meine Frau hat mir das mal aufgenommen auch. Und das klingt tatsächlich so. Sehr ähnlich. Die Träume, pass auf, ich will noch Fußballweltmeister werden. Echt jetzt? Ja. Ich möchte fliegen lernen. Ich glaube, das kann kein Mensch. Echt nicht? Ja, das kann kein Mensch. Aber stell dir mal vor, du glaubst jetzt dran und irgendwann fliege ich bei dir vorbei. Und denkst du, hey Eva, ich bin's direkt, ich kann fliegen. Was sagst du da? Keine Ahnung. Siehst du? Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, manchmal muss man einfach dran glauben. Vielleicht klappt's. Wir sitzen jetzt wieder im Taxi, fahren ganz schnell ins Hotel, ziehen uns um. Die letzten Interviews sind auch durch. Der Bulli und der Rick waren auch unheimlich nett. Die haben sich richtig mit dir unterhalten, gell? Die wollten gar nicht aufhören. Und als unser Timeslot um war, sagte der Regisseur die ganze Zeit, jetzt psch, psch, psch. Und die haben alles weiter mit dir geredet, gell? Ja. Und jetzt ziehen wir uns kurz um und dann sind wir auf dem Weg schon ins Kino zur eigentlichen Premiere. Heute ist voll der aufregende Tag. Ja. Du bist schon ein bisschen platt, habe ich das Gefühl. So ein bisschen müde? Nein. Freust du dich jetzt auf den eigentlichen Kinofilm, ja? Wir sind jetzt hier angekommen. Zeig mal dein Bändchen, das du bekommen hast. Ist das da drunter versteckt? Ja. Oh nein! Da ist es. Hier ist ein großes Plakat. Hat Ava gerade entdeckt zum Film. Ja, und da ist dann der grüne Teppich, über den die Ava gleich läuft. Und wir haben im Press-Line-Up dann auch einen Platz. Ach, da sind auch die Spielzeugtester. Und da ist auch der Tabaluga schon und sagt jedem Hallo. Wir stehen jetzt hier am grünen Teppich und Ava denkt sich jetzt noch eine Frage aus. Sie darf nochmal interviewen. Hanna steht daneben. Oh. Die beiden posieren jetzt hier. Ava steht da jetzt auf dem grünen Teppich und läuft drüber. Einfach ruhig stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das gut sehen können. Dann dir. Schau mal her, zum Und jetzt nochmal zusammen mit der Hanna. So, das sind Hanna und Ava, die jüngste Influencer. Wunderbar. Danke. Ja, wir sind ja
ja schon eine ganze Weile auf dem grünen Teppich. Ja, in der Regel schon, aber wenn man das noch nicht. Na, ihr beiden. Habt ihr uns vergessen? Okay, Eva wird jetzt interviewt. Die Mädels sind durch, die essen jetzt was, wir sind jetzt aus der Presselinie raus. Wir sind gerade einmal durchs Gewusel durch und sind jetzt auf der Rolltreppe auf dem Weg ins Kino. Und oh mein Gott, sind wir aufgeregt. Wir holen uns jetzt noch was zu trinken und was zu essen und dann treffen wir uns. Hier ist Popcorn mit Tabaluga drauf. Super, oder? Oh. Und gleich geht's los, kurz vor drei. Wir haben einen Bombenplatz ganz vorne. Willkommen zur Weltpremiere. Habt ihr Popcorn? Ja! Habt ihr was zu trinken? Ja! Freut ihr auf den Film? Ja! Oh, okay, das habe ich jetzt nicht gehört. Freut ihr auf den Film? Ja! Sehr schön. Es hat 30 Jahre gedauert, bis der kleine Drache Tabaluga das Licht der großen Leinwand erblicken durfte. Und wir sind sehr froh und freuen uns jetzt wirklich, euch den Film zeigen zu dürfen. Den Applaus entnehme ich. Euch hat der Film gefallen. Hat euch gefallen? Ja! Yeah! Yeah! Heute ist ein Tag voller Taxifahrten. Die Tabaluga-Premiere war genial und jetzt sind wir auf dem Weg zur Aftershow-Party. Eva sitzt gerade etwas platt neben mir. Die muss ich jetzt, glaube ich, erstmal ausruhen. Ich glaube auch nicht, dass wir allzu lange bleiben werden, aber wir wollten wenigstens Hallo sagen. Wir sind jetzt hier auf der Premiere-Feier. Und ja, hier ist natürlich ein Haus los. In Winzenwald haben wir leider gerade gehen sehen. Den hättest du bestimmt gerne nochmal gesehen. Eva sieht jetzt ganz traurig aus, weil er weg ist. Ich glaube, Eva hatte die Hoffnung, ihn nochmal zu treffen. Wir sind wieder zu Hause und die Premiere ist einfach der Wahnsinn. Es war Wahnsinn, die ganze Erfahrung war toll, der Film war klasse und einfach Teil des Ganzen zu sein war der helle Wahnsinn. Wir sitzen hier von unseren Erinnerungsstücken, unsere Presseausweise, die Kinokarte, die Einladung. Vielen Dank an Sony Pictures, dass wir dabei sein durften. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns dabei zu begleiten. Schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, ob ihr den Film auch schauen werdet. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!